Wer dort, wo er lebt, nicht bleiben kann, will oder mag, macht sich auf den Weg dorthin, wo er sich eine bessere Zukunft ausmalt. Wer wüsste es besser als Menschen, die in diesem Teil Deutschlands leben und oft genug, wenn sie es nicht mehr aushalten konnten, dann einen Weg gefunden haben, woanders hinzugehen. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gewinnt ein politisch unerfahrener Twitterer mit vollmundigen Versprechen, etwa dem, zwischen den Nachbarländern USA und Mexiko eine hohe Mauer hochzuziehen, die Präsidentschaftswahl. Die Flüchtenden aus Afrika und Asien, nach und in Europa, müssen mehr Grenzen überwinden als nur eine und stoßen nicht nur auf freundliche Aufnahme. Man will in Europas reichen Ländern nicht jeden aufnehmen, der ins Land kommt, und die zurückschicken, deren Flucht man für nicht ausreichend begründet hält. Was sind ausreichende Gründe dafür, die Heimat zu verlassen? Und was ist an Krieg und Gewalt, an Not und Elend zumutbar, um sich sicher in der Entscheidung zu fühlen, Hilfe zu verweigern? Schicken wir einen jungen Mann zurück nach Afghanistan, der von seiner Mutter alleine über Iran, Irak, Türkei, Balkan nach Europa geschickt wurde, nachdem der Vater von den Taliban ermordet worden war, damit der Sohn überlebt, und bei seiner Ankunft in Düsseldorf war er 15 Jahre alt. Immer in Erinnerung behielt er Mutters Worte. Von Kälte umgeben, von Regen durchdrängt, der Nacht ausgeliefert, von Not eingeengt, geflohen vor Qualen, versteckt vor Gewalt, dem Tode entkommen, mit Ängsten bezahlt, unterwegs nur mit Hoffnung, von Sehnsucht erfüllt, viel zu spärlich bekleidet, dünnen Decken gehüllt, überstellt einer Willkür, die sich alles erlaubt, und die Ärmsten der Armen ihrer Zukunft beraubt. Mutters Worte hat er noch im Ohr, kommt ihm beinahe wie gestern noch vor. Sie ist längst eine Ewigkeit weit, und ihr Rat galt für einsame Zeit. Wird es schwer, denk dich in meinen Arm. Wo es sicher wär, weich und auch warm. Du könntest schlafen, geborgen, geschützt, von mir gehalten, streichelt, gestützt. In Gedanken gerettet, in den Träumen am Ziel, mitgenommen nur wenig und behalten nicht viel. Von Verzweiflung getrieben, von Enttäuschung geplagt, keine Wahl mehr gesehen, zu leben gewagt, gestrandet in Ohnmacht, im Schlamm und im Dreck, umgeben von Zäunen, nirgends mehr ein Versteck, vertrieben, verschoben, verladen, verloren. Zu überleben versprochen, nie zu zweifeln geschworen. Mutters Worte hat er noch im Ohr.
kommt ihm beinahe wie gestern noch vor. Sie ist längst eine Ewigkeit weit und ihr Rat galt für einsame Zeit. Wird es schwer, denk dich in meinen Arm, wo es sicher wär, weich und auch warm. Du könntest schlafen, geborgen, geschützt, von mir gehalten, gestreichelt, gestützt. Fast dem Hunger erlegen, ohne Nachruf versenkt, dann Erbarmen gefunden, ein paar Nudeln geschenkt, einen Kelch, eine Kelle, einen Teller, einen Topf. Kaum geglaubt, kaum verstanden, überfordert im Kopf. Schlecht geschlafen, bei Nacht von wirren Träumen geweckt. Nicht gesucht, nur gefunden, neue Nähe entdeckt. Nicht alleine geblieben, auf Vertrauen gebaut und sich Freunden geöffnet, zögernd vorwärts geschaut. Mutters Worte hat er noch im Ohr. Kommt ihm beinahe wie gestern noch vor. Sie ist längst eine Ewigkeit weit. Und ihr Rat, der galt für einsame Zeit. Wird es schwer, denk dich in meinen Arm. Wo es sicher wär, weich und auch warm. Du könntest schlafen, geborgen, geschützt, von mir gehalten, gestreichelt, gestützt. Ich konnte auf der Zielgeraden des Berufslebens mit sehr viel Neugier mal für kurze Zeit in die Unterhaltungsredaktion des Hörfunks hineinschnuppern. Als Liedermacher unterstellte man mir eine gewisse Ader für das, was man in dieser Redaktion für unterhaltsam hielt. Ich selbst nahm an, dafür empfänglich zu sein und war ziemlich ratlos, als ich mir eingestehen musste, überfordert zu sein.